Jo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Punktschiff Cast 2. Ja, wir befinden uns hier beim neuen Fahrer erstellen Bildschirm, beim sogenannten Berühmter, wir kennen ihn alle. Wir sind in der Karriere unterwegs. Ich hab, war schon so frei, schon mal eingegeben, die ganzen Daten, die er von mir haben wollte. Sind ja nicht allzu viele, aber ich gehe jetzt mal auf Erstellen und wir schauen uns den Modus mal an. Ich war da schon kurz drinnen, zugegebenermaßen, habe dann die falsche Klasse gewählt. Also, ich wollte eigentlich ganz unten anfangen, sozusagen. Bin aber dann gleich zu die Formel C-Cars gegangen und es war der Fail und das Video kann ich wegschmeißen, was ich dazu gemacht habe. Weil eigentlich möchte ich mit den Rookie-Cars anfangen, die wir da jetzt sehen. Wunderschön, das sind Biester, die sind extrem schnell, natürlich nicht. Die langsamste Open-Wheel-Klasse. Und ja, mit der beginnen wir halt mal. Jetzt dürfen wir uns noch aussuchen. Asia Cup, UK, US oder... Ja, das ist gesperrt. Sehr schön. Also wir müssen ganz unten anfangen, dann nehme ich doch die UK. Obwohl, schauen wir mal vielleicht, was so die Maps, also die Strecken sind, auf denen man fährt. Long Beach. Street Circuit, okay. Watkins Glen International Short, die ist gut, die kenne ich. Was haben wir da, was ich kenne? Oldham Park, Donington Park, ja natürlich. Knock Hill kenne ich auch, die ist verdammt übel zu fahren irgendwie. Die hat nämlich sehr enge Kurven und ist mühsam. Ja, ist hier, lassen wir mal. Machen wir, ich würde sagen, starten wir in Amerika. Obwohl es naheliegender wäre, in UK zu starten, aber egal. Da sind wir jetzt hart. Da starten wir einfach mal in Amerika durch. Ja, was wählen wir für ein Team? Track and Drop Racing Team, okay. Was gibt's da noch? Naja, die Farbe gefällt mir nicht. Das kommt noch am ehesten an der österreichischen Flagge. Gleich. Ah, dieses Schwarz-Gelb mag ich halt irgendwie. Das, so, ich tendiere zu eins von den beiden Teams gerade. Es ist eh egal, ich glaube vom Verhalten her und von der Geschwindigkeit her. Sind die alle sehr ausgeglichen oder gleich? Würde ich jetzt ja dafür nicht ins Feuer legen, aber ich denke mal, dass es so ist. So, die Nummer 74 oder 75. Nummer 74 hat schwarze Außenspiegel, 75 so gelbliche. Dann möchte ich dann doch eher die schwarzen Außenspiegel haben. Und Formula Rookie, Vertragsangebot, hallo Vincent Rockt. Ja, wir unterschreiben, so sind wir. Ich bin mir sicher. Yes. So, dann ist das erstellt. Dann haben wir da schon mal Mails bekommen. Willkommen an Bord, ja, sehr. Und der Inji sagt auch, Optimum aus dem Paket herausholen. Ogo, Ogo. So. Dabei ist klar, dass da noch nichts ist. Rennkalender. Wir fangen den Long Beach Street Circuit an. Kann ich doch irgendwo... Earning affinity with specific manufacturers by driving their cars in your career will allow you to unlock manufacturer drives. Schaltest du auch deren Herstellerfahrten frei? Aha! Herstellerfahrten. Okay. Gut. Einladungsevents gibt es auch, wie auch schon in F1 2017. Alles klar. Unterteilt in historische, wenig Grip, also Regen und so, Straße, Supercar, gut. Here you can view your career's progress. You can also see which trophies and accolades you've won, as well as what you have left to accomplish. This is also where you can set the difficulty levels for your opponents in your races. Mhm. Also da kann man den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das will ich mal sagen, machen wir gleich. Okay, der ist schon auf 80 und die KI auf 50, also ausgeglichene Aggressivität. Ist meiner Ansicht nach in Ordnung so. War es das? Irgendwo? Na, gehen wir mal auf Start. Schauen wir mal. Schauen wir mal zum ersten... Ah, da haben wir es doch. Auf das wollte ich. 30 Minuten Training, 15 Minuten Quali, 5 Runden Rennen. Ja, klingt vernünftig für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie lang diese Strecke ist. Scheint aber doch eine etwas längere Strecke zu sein. Vor allem mit Formula Rookie, die ja, wie schon bereits erwähnt, recht langsam sind. Sarkastisch sagte ich, die geben voll Gas und so. Dem ist natürlich nicht so, also ist die schwächste Klasse, wie gesagt, und ja, gucken wir mal. Ja, komm aus, Wallkick, 5 Kilogramm Benzin dabei, Streckentemperatur 50 Grad, na bumm, okay, und Wettertemperatur 28, also relativ warm dort, sagen wir mal, fahren wir mal raus und schauen mal, wie sich der Hobel so fährt.
Das werden wir dann irgendwann mal rausfahren dürfen. Also diese Rookie-Karren haben nur 4 Gänge. Das kann ich gleich mal vorwegnehmen. Ah, ziehen aber eh ordentlich an. Okay, das Bremsverhalten ist aber... Naja, geht so, ne? Wow. Ups, habe ich gleich mal den Leerlauf geschalten. Sehr gut, naja, mit dem kommt man ja nicht so vorwärts. Was ist denn das? Um Gottes Willen! Diese Strecke, um Gottes Willen! So, aufpassen, da kommt gerade die KI herangedüst. Ich glaube nicht, dass ich da mit dem Auto einen U-Turn schaffe, jetzt aus dem Stand heraus. Probieren wir's. Nee, voll nicht. Okay, alles klar, dann... ist einfach die Batsch, die Beschleunigung zu low. Boah, die... die Forcefeedback-Stärke ist aber schon krass. Die war beim Formel C, glaube ich, nicht ganz so arg. Gut, mal ein bisschen auf an die Strecke gewöhnen. Ich kenne die nicht, also fahre ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. So, da geht's dann links weiter. Okay, alles klar. Ja, das ist mühsam. Also Fehler darf man sich mit dem Auto nicht erlauben. Alles dauert dann eine ganze Weile, bis man dann wieder auf der Strecke findet. Ah, auch dieses Auto kann auch ausbrechen. Kommen wir jetzt vielleicht den vierten? Ja. Sehr gut. Ja, genau, hat 4 Gänge. Ich habe jetzt nochmal versucht hochzuschalten, geht nicht. Ziemlich lange Bremswege hat das Teil und naja, die Kurvenlage geht so. Wow. Okay. Ja, wie man sieht, ich habe ihn vorher noch nicht geübt. Also warum auch, ne? Aber mal voll ins kalte Wasser rein. So, da dürften auf der Stadt Ziel sein. Rechts von uns haben wir gerade eben die Boxengasse gesehen, die Boxeneinfahrt. Die werden wir jetzt einfach mal voll fahren. Ja, ist kein Problem. 165 km/h, das ist lieb, ja. Jetzt haben wir die 170 geknackt. 180 ist auch noch drin, jawohl. So, rechts anfahren bei Linkskurve. Autzi, okay. Also das mit den Bremswegen, das muss ich noch üben. Gut, aber dafür haben wir das Training, würde ich sagen. So, jetzt kommt diese Passage, die recht kurvenreich ist. So, dann schalten wir vielleicht gleich mal die Ansichten durch. Ha! Zu geil das Teil, Alter! Ja, on board. Ah, ich glaube, da kommt der Fahrer hinter uns ein bisschen ran auf der Geraden. Muss ich dann schauen, ob ich da nicht noch im Setup was umschrauben muss. Wow, okay, runterschalten war keine gute Idee. Sorry, Kollege. Was zur Hölle, diese. Das ist ja mega eng. Selbst mit den Autos ist das. Ja. Oder gerade mit den Autos ist das gar nicht so einfach zu fahren, okay? So, die Ansicht ist mir am liebsten, ich kann euch helfen. Gut, es dürfte aber passen von der Geschwindigkeit her. Jetzt hier auf der Geraden, das ist in Ordnung so.
Wir können mit der KI da mithalten. Was zur Hölle, sorry, Junge! Der Schaden ist übrigens ausgestellt, also. Wauzi. Alles halb so tragisch. Oh, okay. Also, auch diese Autos können ausbrechen. Ab ins Blumenbeet, um Gottes Willen, was fahre ich da zusammen? Oh oh. Okay, mal ein bisschen mehr serious, weil das geht's gar nicht. Ist halt echt nicht leicht, finde ich, die Bremspunkte da jetzt zu finden. Weil es ungewöhnlich schlechte Bremsen hat, das die Formel Rookie-Karre da. Auch mit Schalten klappt es nicht immer. Ja, das ist die mega enge Kurve. Ist so ungewöhnlich, wenn man nur 4 Gänge hat und manuell schaltet. Und normalerweise mit 8 Gängen zum Beispiel unterwegs ist in der Formel 1. Das ist echt ganz schön strange. Beim Anbremsen zu einer Kurve hin, weil, ja, ich schalte meist um 2 Gänge oder was runter, oder 3. Und da ist man dann halt gleich mal im Leerlauf auch. So wie gerade eben wieder passiert. Gut, da war ich mit der Gesamtsituation gerade überfordert. Oh, die war glaube ich ganz ordentlich. Nee, 13 Sekunden schneller als bisher. Das ist bislang meine Lieblingskurve irgendwie, weil fährt sich sehr geschmeidig. Aber die Haarnadel danach dafür gar nicht. So, wohin kommen wir da circa? Da die Stadt Ziel. Platz 12 aktuell. Aber 9,3 Sekunden hinterm ersten, okay. Dazu braucht man jetzt nicht viel sagen. Wie immer zu spät hier. Aber man sieht schon, wenn man die Kurven, also wenn ich die Kurven halbwegs gut erwischt, dann bleiben wir an dem Gegner dran, also von der KI-Schwierigkeit her passt das schon, auch wenn es, wie gesagt, die KI weit schneller ist aktuell noch.
Das kommt durch die Haarnadel, muss ich wieder aufpassen. Wow, diesmal nicht im Leerlauf, unglaublich. Es geschehen noch Wunder. Da Benzin 2,3 Liter noch oder Kilo. Und um 2 Sekunden verbessert, somit nur noch 7,3 Sekunden Rückstand. Bitte, bitte. Ab zurück zur Box. Ich möchte diesen Bremspunkt mal finden. Vom Setup her, schauen wir kurz mal rein vielleicht. Setup bearbeiten, und zwar interessiert mich, was da an... Okay, an Abtrieb kann man nichts verändern, alles klar. Na gut, okay, dann ist mir das eigentlich relativ wurscht. Kühleröffnung, die können wir wieder runtersetzen. Nicht so viel, weil... eigentlich könnte ich das auf 0 setzen, weil das sind mechanische Schäden nämlich auch aus. Aber ich setze mal auf 60, weil sonst wäre das ein bisschen lame, finde ich, wenn man das jetzt einfach zumacht. Und wir machen ein neues und benennen das nicht lose, sondern... Rookie. Rookie ist ein Rookie, ja, das passt wohl so. Und passt. Fun! So, 300er Schild. Ja gut, das kann ich jetzt nicht zählen natürlich, weil wenn wir da bei weitem nicht den Speed drauf haben, wenn wir aus der Box rausfahren, als wenn wir da komplett die Gerade durchfahren. Oh, wieder ein Leerlauf. Na, die kann man vermutlich sogar Vollgas nehmen, die Kurve da eben. Circa, ja, in Ordnung. Geht später, aber 250 ist auf jeden Fall die Safe-Variante. Auch da 250, okay, also die 250 merken wir uns mal vor. Geistig. So, okay. Schauen wir gleich mal. 300, 250. Ah, das ist da zu spät, scheinbar. Gut, wenn wir dann die 300 ins Auge fassen. Nach der langen Geraden. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ich meine mit 300 oder 250, das sind nicht die kmh, sondern das sind die Schildchen. Wie man das seitlich von der Strecke immer wieder sieht. Vor allem 250 km erreicht man mit der Karre sowieso nicht. Weniger denn 300. So, zweiter Gang. Ah, da geht auf jeden Fall ein späterer Bremspunkt. Egal! Jetzt ist einmal wichtig, finde ich, dass wir konstant irgendwie die Runden fahren. Keine gröberen Schnitzer drin haben. Und das mit der schnelleren Zeit kommt dann eh automatisch, wenn einmal die Fehler weg sind. Früh gebremst. Wieder eine halbe Sekunde gefunden, supi.
Was haben wir gesagt? 300, ne? Hundert, 400, 300. Ja, das war irgendwie ärger doof jetzt gerade. Warum ich jetzt von links angefahren bin, weiß kein Mensch. Und ich auch nicht. Naja, Vollgas jetzt nicht gehen. Ich habe jetzt bei dem 100er Schild da bremst. Na, verdammt breite Straßen haben wir da. Da kann man sich austoben mit der Formel Rookie. Und zack. Ich geh schnell weg, bevor der Kollege da auftaucht. Ja, mit Schaden an, wenn man schon einige Male in der Box gewesen. Aber abschnittsweise, wie gesagt, können wir mit der KI mithalten. Und ja, das gibt Hoffnung. So, diesmal von rechts anfahren und nicht wieder failmäßig von links. Jo. 300 klappt gut, das muss viel Zeit gebracht haben. 4 Sekunden. Fast 5 Sekunden. Okay, 5,3 Sekunden gerade vorne, also schneller als unsere schnellste Zeit. Wir sind noch immer auf Platz 12, allerdings nur noch 1,3 Sekunden hinter dem ersten. Das sieht gut aus. Komm schon, gerade eine Sekunde vorne, cool. Also vor der eigenen Bestzeit. Ja, der letzte Sektor war natürlich nicht gut gefahren. Aber ich glaube, wir werden uns gleich verbessern, also auf den vorletzten Platz oder so. Zumindest werden wir da nicht mal letzter sein, außer ich verkack's jetzt noch irgendwo. Jo, da zum Beispiel. Kommt da noch diese extreme Haarnadel.
Oh, da habe ich noch viel Potenzial, glaube ich, auf der Strecke. Da ist Luft nach oben. Jawohl, fünfter Platz. Geilovic, nice. Benzin. Ah, wir rennen mit 29,5 Kilo da in der Gegend rum. Okay. Voll belastend. Hey Mate, du bist zu langsam, geh weg. Ah, okay, der hat er gut erwischt. Batsch, da wird der Reifen wahrscheinlich schon wieder abgerissen. Ja, nicht einmal 3 Zehntel hinter dem ersten. Würde mich interessieren, ob wir nicht sogar den ersten Platz schaffen, im Training zumindest. Na, okay, das war ein bisschen zu viel. Egal, hüpfen wir mal zurück an die Box und dann möchte ich mal schauen, ob man da nicht sagen kann. Ja, genau, zum Ende springen. Das möchte ich mal schauen. Es gibt's. Ist vorhanden. Also das Fahrerfeld besteht hier offensichtlich aus 12 Fahrern. Und wir sind da ja, halbwegs gut dabei, würde ich sagen. Deswegen springen wir mal zum Ende. Wir sind am Ende doch noch letzter geworden. Mit einem Abstand von 8,8 Sekunden. Ja, wie heftig ist denn das? Puh, okay. Wie jetzt Runde 1 von 4 Training. Keine Ahnung. Ich sage mal weiter zum Quali. Das nehmen wir in diese Folge jetzt auch noch mit. Das Rennen werde ich dann extra machen. Und wie schauen wir aus? Wieder bewölkt. 32 Kilo ist aber viel für ein Quali, oder? Ach, was soll's? Ich lasse mal so, was ist. Wie lange geht das? 15 Minuten lang. Okay, gut. Boah. Irritiert mich schon sehr. Also. Wahrscheinlich war einfach viel mehr Grip dann auf der Strecke und deswegen waren so schnelle Zeiten dann möglich. Ja, sind wir vorsichtig, weil noch blaue Reifen, also kühle Reifen. So wird doch rutschige Reifen. War doch vorsichtig, oder? Ein bisschen Antitsch könnte so sein. Also, dass die Reifen da jetzt noch immer blau sind, irritiert mich. Ja, schön wär's. Aber ich glaube, das wird uns da jetzt im ersten Quali nicht vergönnt sein, gleich mal die Pole zu holen.
Ah, das mit Schalten klappt noch nicht gut. Immer noch nicht. Der Fahrer hinter uns kommt uns ziemlich nah. Komm schon, bleib da. Gut, egal. So, die erste Zeit ist welche? Ah, 3,2 Sekunden hinter dem ersten. Oder über diesen vielen Fehlern, die dabei waren. Wundere ich mich da jetzt nicht. Macht es die KI bitte? Wow. Ach, doof. Immer noch letzter. 1,7 Sekunden Abstand zum... Ja, wisst was? Zurück in die Box, und was wir jetzt tun werden ist, wir werden den Sprit runternehmen. Vielleicht fährt die KI auch mit viel weniger Sprit. Das würde erklären, warum es auch auf der Geraden so viel schneller sind. Nee, Boxenstopp-Strategie wohl nicht. Aha, Quietsch. So, Sprit ist hier. Ich weiß es gar nicht, ich glaube 2,5 Liter oder so haben wir verbraucht pro Runde. Nehmen wir sich jetzt einmal 6 Liter mit. Speichern. Los geht's! Zeit haben wir noch. 18,5 Minuten bald. Nur noch, aber ausreichend. Ja, der beschleunigt schon besser raus jetzt. Ja, bisher haben wir nicht einmal einen Liter jetzt verbraucht. So, dann jetzt geht's los. Wir holen auf der Geraden schon auf, wie man oben sieht. Ja, aber noch ein bisschen, okay.
Das so schnell. Boah. Ja, durch das, dass der Schaden aus ist, ja, verleiht das natürlich dazu auch, riskanter zu fahren, wesentlich riskanter. Muss ich mir überlegen, ob ich den Schaden nicht vielleicht wieder anmache. Oh, was war denn das jetzt? Ja, beim ersten Schalten ist nicht klug. Ganz und gar nicht. Na gut, vielleicht kriegen wir jetzt zur Zeit hin. Ordentliche. Na super. Na super. Oje, oje. Na, zwei Runden sollten sich circa noch ausgehen. Muss ja wohl möglich sein, dass wir da irgendwie weiter nach vorne kommen. Benzin haben wir ausreichend jedenfalls für die zwei Runden oder drei Runden, die noch sind. Ja, schön in die Kurve reingekachelt jetzt und da bei der Kehre. Und 1,3 Sekunden schneller als bisher. Die
Wie schauen wir da aus? Wo stehen wir da? Platz 6. Zumindest nicht mehr der letzte Platz. Und wie gesagt, ein, zwei Runden gehen sich noch aus. Je nachdem, wie ich die Runde jetzt fahre. Zwei oder eine. Was wie jetzt 1,2 Sekunden schneller, okay. Ja, nicht ganz so gut wie vorher. Oh, da verlieren wir jetzt Zeit auf der Geraden, weil die Kurve eben nicht so gut war, beziehungsweise der Kurvenausgang dann. Aber das ist der erste Platz, ich glaub's ja gar nicht. Ich meine, es geht noch 12 Sekunden jetzt, aber... Wow! Zurück in die Box. Hey, das... pack ich nicht! Wie geil ist das jetzt? Letzte Runde 1:35,3, letzte Runde 1:38. Das gibt's ja gar nicht. Geil, mit denen habe ich nicht gerechnet. Also ich habe nichts geübt vor Rookie Car mäßig und die Strecke kannte ich überhaupt nicht. Und wir holen die Pole. Wir holen einfach mal die Pole, einfach so. Geil. Im ersten Rennen, beziehungsweise ja, auf der ersten Strecke. Passt, und bevor wir jetzt weiter zum Rennen gehen, sage ich mal, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Bis demnächst. Baba.